So, heyo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Undertale. Im letzten Part haben wir schon dreimal von Papyrus auf die Fresse bekommen und wollen uns heute mal gebührend dafür an ihm rächen, denn wir werden immer besser darin, ihn zu bekämpfen. Sieh mal einer an. Du bist schon wieder da? Ich verstehe endlich warum. Du vermisst mein Gesicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemanden bekämpfen kann, der so fühlt. Aber eigentlich wird es mir wirklich langsam zu blöd, dich ständig zu fangen. Fight, Papyrus. Ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Okay. Ich denke mal, ich sollte einfach mein Versagen akzeptieren. Ich kann nicht mal jemanden so schwachen wie dich stoppen. Du hättest mich dreimal fast umgebracht, du hättest es nur tun müssen. Undine wird sehr enttäuscht von mir sein. Ich werde niemals die königliche Garde beitreten. Und meine Freundesanzahl wird weiterhin stagnieren. Let's be friends oder what a loser. Let's be friends. Wirklich? Du möchtest mein Freund sein? Na dann, denke ich. Ich denke, ich kann dir eine Erlaubnis geben. Wow! Wir hatten nicht mal unser erstes Date. Und ich habe schon geschafft, die Friendzone zu treffen. Alles klar. Wer hätte ahnen können, dass alles, was ich tun musste, was ich zu tun hatte, Kumpels zu schaffen gewesen wäre? Tun, keine Ahnung. Ach so, jetzt macht der Satz Sinn. Wer hätte geahnt, dass alles, was ich tun musste, um ein paar Kumpel zu bekommen, diese Leute zu bekämpfen und ihnen ein paar unglaublich schreckliche Puzzles zu stellen. Du hast mir einiges beigebracht, Mensch. Und hiermit gewähre ich dir Durchlass. Und ich gebe dir ein paar... Und ich gebe dir Richtungen zur Oberfläche. Lauf einfach weiter vorwärts, bis du das Ende des Tunnels erreichst. Dann, wenn du die Hauptstadt erreichst, überquere die Barriere. Das ist das... Ach so, okay. Das ist das magische Siegel, das uns im Untergrund festhält. Nichts kann durch, aber... Warte mal. Ach so, alles kann durch, aber nichts kann hinaus. Außer jemand mit einer Kraft, mit einer kraftvollen Seele. Wie dir? Deswegen möchte der König unbedingt einen Menschen haben. Er möchte die Barriere mit Seelenkraft öffnen. Sodass wir Monster zur Oberfläche zurück können. Oh, ich habe fast vergessen, dir zu sagen. Um den Ausgang zu erreichen, musst du an... Also, ja, musst du durch das Schloss des Königs. Der König aller Monster. Er ist sehr... Er ist ein großer, fusseliger Pushover. Mir fällt gerade kein deutsches Wort dafür ein. Ach, jeder mag den Jungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du einfach sagen würdest... Entschuldigen Sie, Mr. Dreamer, kann ich bitte nach Hause? Und er würde dich direkt durch die Barriere führen. Wie auch immer, das ist jetzt genug Rederei. Ich werde jetzt wieder zu Hause sein und ein cooler Freund sein. Komm, fühl dich frei zurückzukommen und ein schönes Date zu haben. Mal wieder keine Musik. Okay, und hier ist es ein bisschen gefroren. Gut. Ach Gott, wieder so eine Geräuschkulisse. Und was ist das? Was ist das? Vor allem, was ist das? Was ist das? Ach, Sans. Oh. Der Sound des rauschenden Wassers füllt dich mit Entschlossenheit. Warte mal, all that gives my life... Also alles, was mein Leben lebenswert macht, ist
ist die Echoblume zu erklären. Niemand weiß es. Hä? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Vertraue niemals einer Blume. Das ist eine der Konstanten in dieser Welt. Ja gut, wir kennen ja eine bestimmte Blume. Warte mal kurz. Ach so, die Echoblume. Warte mal. Yo! Bist du auch ausgeschlichen, um sie zu sehen? Hey, das ist voll cool. Sie ist echt die coolste, oder? Ich möchte sein wie sie, wenn ich groß werde. Hey! Sag meinen Eltern bloß nicht, dass ich hier bin. Haha. Okay, gut. Sie sagt immer noch dasselbe. Okay, und was sagst du dazu, mein Freund Sans? Was? Hast du noch nie einen Typ mit zwei Jobs vorher gesehen? Glücklicherweise heißen zwei Jobs doppelt so viele legal bestehende Pausen. Ich gehe zu Grillbase. Kommst du mit? Ach komm, ich geh mal mit. Na dann, wenn du darauf bestehst, werde ich jetzt mal von meiner Arbeit weggehen. Hier drüben. Ich kenne Abkürzung. Ziemlich schnelle Abkürzung, oder? Hey. Ja, jeder hier. Hey, Sans. Hi, Sans. Ich grüße dich, Sans. Hiya, Sansi. Hey, Sans. Warst du nicht erst zum Frühstück hier? Ein paar Minuten vorher? Na. Ich hatte noch kein Frühstück seit mindestens einer halben Stunde. Du müsstest hier gerade vom Brunch reden. Ja, mach's dir bequem. Guck doch mal, wo du dich hinsetzt. Manchmal packen einige seltsame Leute Pfurzkissen auf die Sitze. Wie auch immer. Lass uns bestellen. Was willst du? Fries oder Burger? Mir ist gerade richtig nach Burger. Hey, das klingt doch echt gut. Grillby. Wir würden gerne eine doppelte Bestellung an Burger nehmen. Sans. Und was denkst du von meinem Bruder? Oh, ich finde ihn voll cool. Natürlich ist er cool. Du würdest auch cool sein, wenn du jeden Tag dieses Outfit tragen würdest. Der würde dieses Ding nur ausziehen, wenn er unbedingt müsste. Oh. Ach, naja, wenigstens wäscht er das. Und damit meine ich, dass er es in der Dusche trägt. Alles klar. Jetzt kriegen beide einen Burger. Hier kommt das Essen. Möchtest du ein bisschen Ketchup? Ja, ich liebe Ketchup. Bone Apple. Oh Gott. Du titscht es in den Ketchup. Ach so, ja, wir klopfen beim Ketchup drauf. Und die, der Deckel fällt ab und aller Ketchup kleckert auf unser Essen. Ups. Vergiss es einfach. Du kannst meinen haben. Ich bin gar nicht so hungrig. Wie auch immer, cool oder nicht? Du musst schon zustimmen, das Papyrus ist ziemlich hart versucht. Also ich meine, wie er es versucht, ständig der königlichen Garde beizutreten. Eines Tages ist er zum Haus des Anführers der königlichen Garde gegangen und hat sie bekniet, ihn daran teilnehmen zu lassen. Ihn mit aufzunehmen, genau. Naja, und natürlich hat sie einfach die Tür geschlossen, weil es Mitternacht war. Aber am nächsten Tag ist sie aufgewacht und hat ihn immer noch dort warten sehen. Und als sie dann seine Hingabe sah, hat sie sich dazu entschieden, ihm ein bisschen Kriegertraining zu verpassen. Das ist, immer noch eine Arbeit, die im Gange ist. Oh ja, ich wollte dich noch was fragen. Hm?
Hast du jemals von einer sprechenden Blume gehört? Wow, was für ein Atmosphärenwechsel. Ja, natürlich. Also dann weißt du, was ich meine. Die Echoblume. Die sind hier überall. Sag ihnen irgendetwas und sie werden es wieder und wieder wiederholen. Was denkst du darüber? Papyrus hat mir mal was ziemlich Interessantes erzählt. Manchmal, wenn niemand anderes da ist, erscheint eine Blume und flüstert ihnen Dinge zu. Schmeicheleien, Hinweise, Ermutigung, Voraussagen. Komisch, oder? Jemand muss die Echoblume benutzen, um ihnen einen Streich zu spielen. Halt die Augen offen, okay? Danke. Huch, das ist doch eine lange Pause. Oh, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass du mich so lange vor meiner Arbeit abgehalten hast. Nur so nebenbei. Ich bin ziemlich pleite. Kannst du die Rechnung bezahlen? Ist nur 10.000 Gold. Geld? Nö, mach ich garantiert nicht. Hä, nur ein Scherz. Willby, schreib mal bitte an. Nur so nebenbei. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber ich hab's vergessen. Alles klar. Muss ich jetzt den ganzen Weg dahin nochmal laufen? Warte mal, eigentlich... In der Theorie kann ich doch jetzt nach den ganzen Dialogen nochmal speichern. Aber das war gerade schon sehr interessant, was uns Sans da erzählt hat. Wir haben ja auch eine dieser Echoblumen schon mal gesehen. So. Also kurz gucken hier. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch so viel Zeit haben. Ich muss mal kurz nachrechnen. Wartet mal einen kurzen Moment. Naja, so ungefähr 10... Ja, komm, wir machen jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten. Mal gucken, an welcher Stelle sich das Ende dann anbietet. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder bis zu Sans, in Anführungszeichen, Arbeit zurück. Ach, guck mal, Papyrus steht draußen. Also bist du doch zurückgekommen, um ein Date mit mir zu haben. Das musste ja sehr ernst sein. Ich muss mir da schon einen Platz aussuchen, der ziemlich speziell ist. Ein Ort, an dem ich sehr viel Zeit verbringen möchte. Wo geht er jetzt hin? Lol. Mein Haus. Ach, jetzt können wir hier rein. Das ist cool. Das ist meines Bruders. Keine Ahnung. Ach so. Das ist ein Fressnapf. Keine Ahnung. Ach so. Das ist sein Haustierstein und er vergisst es und er vergisst ihn immer zu füttern, genau. Ja, wie immer muss ich die Verantwortung übernehmen. Also hierhin geht's in die Küche. Beeindruckt? Ich habe die Höhe meiner Spüle ein bisschen erhöht. Nun können da ein paar mehr Knochen runterpassen. Guck mal hin. Geiler Beat. Was? Fang diesen Hund ein. Ah, Mann. Sans. Hör auf, mich mit dieser zufälligen Musik zu plagen. Ach, herzlich willkommen in meinem Haus. Nimm dir deine Zeit. Okay. Oh, das ist meine Lieblings-Game-Show. It says, stay tuned for a new program. Sei gespannt auf das nächste Programm, MTT. Was? Ah, ist normalerweise besser als das. Das ist nur eine schlechte Episode. Bitte urteil nicht darüber. Oh.
Gott. So, was ist das hier drüben? Das ist eine dreckige Socke mit ein paar Notizen drin. Sans, bitte nimm deine Socke hoch. Okay. Leg es nicht wieder hin. Bewege es. Okay. Du hast es 2 Inches bewegt. Jetzt nimm es aber mit in dein Zimmer. Okay. Und bring es nicht zurück. Okay. Okay, ja. Ist immer noch hier. Hast du mir nicht eigentlich gesagt, ich soll es nicht in meinen Raum zurückbringen? Ah, vergiss es. Alles klar. Es ist ein Witzebuch. Ja, wir gucken mal kurz rein. Im Inneren war das Witzebuch ein Buch über Quantenphysik. Du guckst hinein. Und in dem Quantenphysikbuch war ein weiteres Witzebuch. Du guckst hinein. Da ist ein weiteres Quantumphysikbuch. Du möchtest eigentlich nicht weiter gucken. Okay, alles klar. Was ist hier oben? Das ist mein Raum. Wenn du dich fertig umgesehen hast, könnten wir reingehen und tun, was Leute tun, wenn sie sich daten? Nee, ich möchte erst nochmal in deine Küche. Denn deine Küche sprach mir doch sehr zu. Ein sauberer Herd. Mein Bruder ist immer auswärts, aber neulich hat er versucht, etwas zu backen. Es war ein Quiche. Es war gefüllt mit Zucker. Keine Eiersubstanz. Lol. Wie absurd. Das ist der Mülleimer. Du bist so herzlich dazu eingeladen, den zu benutzen, wann immer du willst. Okay, was haben wir hier? Aha. Interessiert an meinem Essensmuseum? Bitte. Peruse my culinary art show. Genieße meine kulinarische Darbietung. Ja. Die Hälfte des Kühlschranks ist gefüllt mit Behältern, die die Aufschrift Spaghetti tragen. Die andere Hälfte enthält nichts anderes als eine leere Chipstüte. Gut. Verzeihung, ist ein bisschen spät heute. Die Tür ist verschlossen. Und Sans macht da drin, glaube ich, gerade einen ziemlichen Rave. Okay, gut, dann bleibt uns ja nur ein Reinweg offen. Das ist mein Raum. Okay, ja gut, habe ich ja schon vorgelesen. Das ist dein Raum, aha. Ja komm, gehen wir mal da rein.